Präsidenten und die Lana 2. Also ich würde die Diskussionsprozess in der Partei umkehren. Zuerst muss die Partei diskutieren und entscheiden, dann geht es in die Regierungsarbeit. Und ganz konkret im Bereich der Innenpolitik würde ein Gesellschaftsjahr einführen und ich würde über das Thema Doppelpass nicht nur noch mal reden, sondern würde ein Modell entwickeln, wie wir dort Loyalitätskonflikte auch vermeiden können. Also wir haben ein Asylrecht, einen individuellen Anspruch, über den sind in diesem Jahr 2400 Leute anerkannt worden. 61.000 Leute kommen über Genfer Flüchtlingskonvention oder über europäisches Recht. Ich bin der Meinung, wir müssen an die Punkte heran, wo viele Leute davon betroffen sind. Und deswegen nützt es relativ wenig, über das Grundgesetz zu reden, weil das nur einen ganz kleinen Teil von Menschen betrifft. Und ich bin auch von der Überzeugung her der Auffassung, dass wir eine gute Grundgesetzregelung haben und an der sollte man jetzt nichts ändern. Also zuerst einmal habe ich diese Begriffe nie benutzt, aber ich habe auf etwas hingewiesen. Ich vertrete einen sehr, sehr traditionellen Begriff von Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau. Das ist meine tiefe persönliche Überzeugung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch entsprechende Diskriminierung etwa von gleichgeschlechtlichen Paaren auch abbauen will, das auch immer getan habe, dort, wo ich Regierungsverantwortung getragen habe. Aber in dieser Gesellschaft, in der ja jetzt auch Entscheidungen für die Ehe für alle getroffen worden sind, die ich auch akzeptiere, in dieser Gesellschaft muss eben auch Platz sein für abweichende Meinungen. Und ich vertrete diese Meinung und ich vertrete sie eben auch dann, wenn sie vielleicht nicht mehr die Mehrheitsposition ist. Also wir werden auf Dauer natürlich eine eigene Bundeswehr auch weiter haben, auch weiter nationale Armeen in Europa. Wir nehmen auch unsere Verpflichtung innerhalb der NATO wahr, das ist überhaupt keine Frage und wir müssen dort auch aus eigenem Interesse unsere Beiträge steigern. Aber diese europäische Armee ist eine Möglichkeit, in den Mandaten, in denen die NATO zum Beispiel sagt, das ist nicht unsere Interessenslage, aber es ist durchaus in der europäischen Interessenslage, gemeinsam das auch besser zu gestalten. Und wenn der erste Schritt zu einer europäischen Armee schon mal darin besteht, dass wir die Ausrüstung, dass wir die Beschaffung etwa der nationalen Armeen miteinander verschränken und besser machen, dann könnten wir dort schon sehr viel Geld sparen und für neue Projekte einsetzen. Deswegen wäre das aus meiner Sicht ein Vorteil und ich unterstütze das politisch sehr. Also ich habe überhaupt keine Nebeneinkünfte. Warum nicht? Warum nicht? Ja, ich habe eine Arbeit, das ist zurzeit Generalsekretärin der CDU Deutschland und die füllt mich ganz aus und deswegen habe ich auch keine Nebeneinkünfte und hatte die vorher auch nicht als in meinen Regierungsämtern.